so, das ist ein Chaos. Warum müssen denn alle Leute einen Tag vor Heiligabend in die Stadt und einkaufen? Können die das nicht vorher erledigen, sodass wir Zeit hätten für uns? Die Zeit für uns haben sie auch gespannt. Jeder muss doch einkaufen. Das ist Heiligabend, erster Feiertag, zweiter Feiertag. Das sind quasi drei Tage, wo man nicht einkaufen kann. Das ist ja, muss die Vorratspackung erschaffen. Drei Tage lang essen, hart denn für eine vierköpfige Familie, was die wegfressen. Da brauchst du einen zweiten Kühlschrank, muss einen Leihkühlschrank haben und so weiter. Mhm. Ja, das. Und was haben wir? Wir haben vier Kühlschränke, weil so wie du gebaut bist, haben wir eine achtköpfige Familie zu versorgen. Man muss ja so einen Körper auch pflegen, ne? Dann wäre es einmal Zeit, dass du ihn auch pflegen tätest und ja, nicht nur befüllen. Ein Auto wird immer getankt, aber auch ab und zu geputzt und das vergisst du. Apropos pflegen, noch meine Wäschle, ich hoffe, die rein, die haben bloß nur 13 Bar gehabt, ne? Du mit deinem ewigen Würstlastfress. So einseitige Ernährung ist nicht gut, Georg. Du musst mal schauen, mal. Würstle, das ist ja Fleisch. Denk mal dran, es gibt ja Leute, die sind Veganer. Na. Ja, die essen kein Fleisch, die essen auch keine Eier, die schon vorgebrütet sind, also befruchtet sind. Ja, woher weiß man das, ob ein Ei befruchtet ist oder nicht? Ja, wenn der Hahn nicht auf der Henne war, dann kommt ein Ei raus, das nicht beglückt wurde. Ja, man kann doch mal jedem Gackerl in den Hahn fragen, warst du da schon drauf oder was? Veganer machen das so, ne? Die essen bloß Gemüse und so Zeug, ne? Und da weiß man doch auch nicht eigentlich, ob das Gemüse nicht auch Schmerzen empfindet. Ja, Pflanzen, wenn man mit den Pflanzen redet, wachsen die viel besser. Also wenn doch die auch das empfinden. Stell dir mal vor, die Veganer nehmen gar keine Rücksicht. Die reißen einfach den Rettich aus dem Erdreich raus. Oder die Karotten, das tut doch denen vielleicht auch weh. Stell dir mal vor, beim Karottensaft wird so eine Karotte durch den Mixer gehauen. Oh Gott. Weil das wehtun muss. Wenn du an einer Vitaminbar bist, oh, da ist ein Geschrei vom ganzen Gemüse, weil das da gequält wird. Ja, da ist so ein Wäschler viel gescheiter. Ne? Ich bin jetzt froh, dass das ganze Weihnachten, die ganzen Weihnachtsfeiern, die ganze Woche, der ganze Stress, die Weihnachtsmärkte, überall was zugeduselt mit süßer die Glocke im Nägeli. Das ist doch schön, das gehört zu Weihnachten dazu, dass man auf den Weihnachtsmarkt geht und dann isst man ein Vernüssli und ein Glühwein und dann ist unser blöder Kinderchor und die singen dann so Schneeflöckchen, Weißröckchen, du bist ja schon da. Das ist doch goldig, wenn die Kinder singen. Und wenn es dann am Kind schlecht wird und es hinspeit auf die Bühne, das gefällt mir, das ist schön. Am allermeisten regen sie mir auf, wenn sie am Pulzermädel und am 6. Dezember am Nikolausi, wenn sie mit den Laternen durch die Straßen ziehen und dann Getröde hast dann da von den ganzen Kindern da. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Das hält's ja nicht aus, da. Ist doch goldig. Oma, Opa hinterher. Die ganze Woche muss mit Keuchhusten haben und so. Na, sei froh, dass wir keine Kinder haben, dann können wir uns das ersparen. Genau. Aber mit Kindern und Weihnachten wäre schon schön. Wir hocken immer allein Heiligabend da. Und mit Gott sei Dank kommen unsere Neffen ab und zu vorbei an Weihnachten. Sonst hätten wir ja gar keine Kinder. Da muss man halt für die Neffen ein wenig weihnachtlichen Vorfreuden machen. Die freuen sich doch. Vorfreuden? Kommen die Heiden oder die Buben? Ja, weil die kommen immer an Tag vor Heiligabend. Wenn wir weich schön machen, die sind immer so ordentlich. Ja, dann reißt du dich zusammen. Ja, Weißt du, du bist vor drei Tagen heimgekommen, bist vor der Betriebsweihnachtsfeier. Ein Gwerch hast du gemacht. Trotz gesoffen warst du. Bis du heimgekommen bist, ein Gwerch hast gemacht, übers Bett bist drüber geflogen. Ja, ich war aber eine schöne Weihnachtsfeier heuer. Ich hab schon mal gedacht, das wird nichts mehr. Ich bin mit dem Peter hier, mit dem Hans, ne? Und mit dem Klaus. Und dann sind wir da hingegangen, in gelben Höschen. Und dann war zu. Wieder war zu. Ja, geschlossene Gesellschaft war dann gestanden. Ja. Ja. Moment einmal, auf eurer Einladung war doch gestanden vom Betrieb, die Feier findet im Goldenen Hirschen statt. Ja, aber war geschlossene Gesellschaft, da habe ich ja nicht reingekannt. Sag mal, Gerhard, du bist ja nicht wirklich so dumm, oder? Wieso? Euer, die Chefsekretärin bei euch, ne, die Frau Petra. Ja. Die hat doch extra dem Wirten gesagt, es ist eine geschlossene Veranstaltung nur für ihre Firma. Da hat doch die ausgemacht, dass ein 50 Euro konnte jeder vertrinken und veressen. Das hättest du doch nein könnt. Ich wundere. Du warst doch auch ein Geschlossener. Ach so. Und dann hat der Chef gesagt, alle sollen in die Geschlossene kommen. Ja.
sind wir auf jeden Fall nicht reingegangen. Das mag ich. Wir sind dann weitergegangen und dann sind wir da in das goldene Kaffeebohne, ne? Weißt du, sind wir da rein, da war eine Weihnachtsfeier von unserer Elektrofirma war da. Ne? Ja, und es ist gerade aufgefallen, dass wir sind reingegangen, haben gesagt, hallo, setzen Sie sich gleich dahinter, wo haben wir eh gehockt. Das ist keinem Menschen aufgefallen, dass wir gerade dazu können. Wir haben gegessen und getrunken, alles da auf den ihre Kosten. Das hat kein Mensch gemerkt. Das können wir nicht so öfters machen. Gehen wir abends mal fort, gehen wir, wo ein Weihnachtsfeier ist. Das ist ein wenig nahe, hocken Sie dazu. Das ist eine Idee. Seniorchef und so weiter, keiner traut dich ansprechen. Das ist super. Na, und wir können immer sagen, du bist am Fließband und ich bin im Büro. Das sieht man mir gleich an. Und dann haben die ein tolles Programm geboten, gell? Ja, was hat's denn gegeben? Erzähl mal. So eine Leibesartistin ist dann gekommen. Was, eine Leibesartistin? Ah, ja, so eine Leibesartistin, die da ist dann auftreten. Was ist eine Leibesartistin? Was macht die? Hat die vielleicht so Equilibristik gemacht? Nein, die hat ihre Bristik gezeigt. Ne? Die hat ihre. Die hat ihre. Eine Stripperin! Stripperin, ne? Ja. Und da hat mein Georg hingeschaut? Ja, denn beim Hans, der hat sich auf den Schoß sogar geguckt. Was? Ja. Ich hab dir doch immer gesagt, wenn sowas passiert, drehst du dich um und stellst dich in die Ecke. Du sollst sowas nicht sehen. Das verdirbt deinen Charakter. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich war schockiert. War wirklich schockiert. Ich hab bis dato nicht gewusst, wie schön eine Frau sein kann. Aber auf jeden Fall haben dann die Männer gejubelt, wie die Leibeswischer. Du wahrscheinlich auch, du wirst von Drogen gewesen sein. Mit der Nase wieder von Drogen. Natürlich. Mit deiner Nase ist ja lang genug, überall mal was reinstecken. Ja. Und dann waren vielleicht so ein Drittel waren vielleicht Frauen da. Ne? Und dann haben die sich alle aufgeregt, dass es bloß für die Männer wäre. Ne? Ist es ja auch. Das ist immer bloß die Mannsbilder. Wir Frauen dürfen nie schauen, wenn man mal. Aber was wollen wir schauen? Und wenn du in die Kneipe gehst, da siehst du bloß die. Und wir haben ja schon ein paar Schnipsel gehabt und so weiter. Das kann ne? ich mir denken. Und dann hat der Klaus gemacht und hat gesagt, Horch, Georg, wenn es du für die Marle und so weiter, dann sind sie besonders angetan. Dann hab ich für die Marle, ob dann ich ein wenig, hab ich gestrippt. Ne? Da bin ich am Tisch auf so, und dann hab ich da oben gesinkt. Ne? Okay. Das war tolle Stimmung. Und ich hab dir in der Früh noch gesagt, bist weggegangen bis zur Weihnachtsfeier, zieh dir einen frischen Schlüpfer an. Das war das Problem. Ja, aber ich wollte es dir ja eigentlich erst Heiligabend geben, Georg, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dass das ja nicht mehr passiert, habe ich mir schon ein Geschenk für dich überlegt. Du schau mal her, dann kriegst du nämlich von mir jetzt schon dein Geschenk, dann kann das nicht mehr passieren. Was ist das? Das ist ein Stringtanker. Wegen was Erotisches. Ein Stringtanker? Aber ich dachte, wo liege ich da? Einen Tannenbaum oder einen Feiermarsch für Weihnachten? Das ist was zum Basteln. Nein, das ist ein String. Also irgendwie hängt es bloß an dir rum, das. Da passt doch nichts, nein. Das wird reichen für dich, hä? Ich verpack das, kriegst das als Geschenk an Weihnachtsbaum und dann freust du dich nochmal, gell? Das nehme ich nächstes Jahr zur Weihnachtsfeier mit. Aber das ziehst du bitte übers Gesicht, dass die keiner erkennt. So, was müssen wir noch alles machen? Wir müssen die Weihnachtskarten schreiben. Allmächtig, noch freilich, du. Du hast doch welche gehabt. 5:45 ist du und wir haben noch keine Weihnachtskarten. Da habe ich ausgewollt. Ah, das ist gut, einmal zu sitzen, ja. Dann hast du wieder lauter schöne Postkarten ausgesucht. Deine Stifte. Das ist ja Osterkarten. Was wollen wir mit einer Osterkarte? Ja, komm da wieder. Ja, freilich kommt's wieder. So, wem schreiben wir denn als erstes? Meine Mutter und mein Vater. Na, den schreiben wir nicht, die regen mich auf. So ein Geschmack, wir müssen doch unsere Eltern oder. Ja, die besuchen wir doch eh am dritten Feiertag. Wir haben ja bloß zwei Feiertage. Eben, darum müssen wir nicht hin.
Mach das immer nicht bei deinen Eltern. Alles, was deine Mutter besser. Die Plätzli macht's besser, die Gans macht's besser, dekorieren tut's schöner, ihren Sohn hat schöner angezogen, alles was besser. Ja, macht's ja besser. Ist ja besser, deine Plätzli kannst du nicht fressen. Ja, aber da haben wir länger was davon. Hm. Lang kein Mensch, ich ja? Lieber Würstler. Du mit deinen Würstli. So, da schreiben wir der Tante Lisa. Tante Lisa. Die Tante Lisa kriegt Tante Lisa. Aber Tante muss ja der Briefträger nicht wissen. Nein. Der sieht's ja, der weiß ja, wie alt die ist. Sieht man ja, ne? Lisa Knöne. Jemand im Plan. Dann machen wir einen schönen Spruch. Alles Gute zum Fest. Alles Gute zum Fest. Fest. All the best. Nein, du kannst das nicht zweisprachig. Das überfordert die Lisa. Du weißt doch, die ist doch ein wenig einfältig. Na. Jo, alles Gute zum Fest. Halt's fest. Ach, alles Gute zum Fest reicht. Gruß, Annelies und der Wöschtlers Mo. An meine Oma. Die ist doch schon gestorben. Müssen wir die Adresse ändern. Frage, wir schreiben Feld 15 oder was? Fahrer 14. Nein, die schreiben wir nicht. Schon. Nee. Dann geht's noch an unsere Ferienbekanntschaft. Die Eggenl. Ja. Die Eggenl. An die Eggenl. Lassen die wirklich Eggenl? Oder ja, war der so psuffen, wie er seinen Namen gesagt hat? Also, liebe Urlaubsfreunde, zu Weihnachten denken wir einmal an euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind immer froh gemut und sind immer gut drauf. Nein, und Weihnachten ist schnell gekommen. Und noch schneller kommt wieder der Urlaub. Nein. Und dann sehen wir uns wieder. Nein, das will mir doch freuen wir uns sehr. Letztes Jahr war es einmal so, dass wir im Weihnachten nicht weggefahren sind. Auch im Winterurlaub kann man. Schreib halt mit. Schreib doch keinen Roman. Und ich will doch nicht, dass die da uns. Hast du aber Roman? Ist der Vorname von ihm. Roman heißt es. So. Roman. Nein, da schreiben wir einfach, liebe Urlaubsbekannte, wenn ihr uns besuchen wollt, wir sind nicht da. Genau. Gruß, Familie Kaltengruber. Nebst Georg. Das heißt doch Nebst Georg, wenn ich schreibe Familie Kaltengruber, bist doch du automatisch dabei. Hm, muss ich doch nicht Nebst schreiben. Ja, aber ab und zu ist ja ganz nett. Dann schreiben wir Familie von Kaltengruber, da meinen die, wir sind wegen was Besseres. Genau. Hm? So. Ja. Also, die Briefmarken brauchen wir. Ja, Briefmarken. Was kommt denn drauf auf der Postkarte? 50 Euro, glaube ich. Na, machen wir 30 drauf, dann müssen sie noch Gebühr zahlen, dann haben sie mehr von uns. Dann freuen die sich. Haben wir Briefmarken. Müssen wir heute noch wegbringen zur Post? Ja, wenn wir heute wegbringen, morgen ist Heiligabend, dann werden die nicht austragen. Dann kommt der erste Feiertag, der zweite Feiertag. Ja, also vor dem Neujahr gingen die nicht weg. Dann brauchen wir keine Weihnachtsgrüße schreiben, wenn die das nicht mehr kriegen vor Weihnachten. Wenn wir Neujahrsgrüße schreiben müssen. Ja, wenn Neujahrsgrüße kommen ja erst wieder Ende Januar an. Dann musst du es früher wegschicken. Jetzt ist es zu spät. Weißt du was? Dann tun wir es in die Schubladen, dann haben wir es nächstes Jahr schon fertig. Ne? Dann tun wir es nächstes Jahr rechtzeitig raus. Oh, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, dann brauchen wir bis zur Rente, kann ich mehr schreiben. Dann losen wir jedes Jahr aus, kommen immer drei in die Verlosung und die bringen wir dann zur Post. Ja. Ich sag mal, hast du die Heizung so weit aufgedreht? Das ist eine Hitze da. Ja, wir müssen doch ein wenig rein. Allmächtigste Hass da. Musst du das Ding runter tun. Warte mal, die Deko ist doch das noch. Dann müssen wir noch aufhängen. Ja, wollen wir da so einen Lauf machen? Im Vorgarten machen wir doch ein wenig was. Im Vorgarten? Ja, wir müssen doch ein wenig dekorieren. Dass wenn der Weihnachtsmann kommt, dass das doch schön dekoriert ist. So, lala. Wo wisst ihr jetzt wieder hin? Mensch, ist es doch im Vorgarten kalt draußen. So, ja. Aber das zwischen die Grüppelfichten schaut es nicht schön. Ich weiß ja nicht, wer diese italienische Konifere da reinpflanzt hat bei uns. Ne? Die vibriert immer so. Ja. Buchsbaum leicht. Ja, so. Ja. Warte mal, ich hab da noch die Lichterketten, Georg. Die machst du jetzt einmal bitte im Bad fest. Die Lichterketten? Ja, über der Badewanne. Dann können wir mal schön weihnachtlich baden.
Ah ja, gut, mach ich. Ich mach's schön drüber über den Handtuchhalter. Die Handtücher habe ich schon im Boden gelegt, ne? Die Wäsche liegt ja in den Kühlschrank. Ja, du, deine Wäsche liegt in den Kühlschrank. Hopp, naus mit dir. Und jetzt, genau, das Geschenk für den Georg. Das Geschenk für den Georg einpacken. Das hab ich da versteckt. Hab mir gedacht, ich schenke ihm so eine schöne Schubkanne. Dann kann er den Müll besser rausbringen, ne? Hab ins Geschenkpapier. Schön. Ah, das ist schön, ja. Wie? Diese bläden Komfortzwickel vor der Strumpfhosen, da kommst nicht. Da kennt ihr doch. Sie italienische Konifere, Sie können mir doch einmal helfen. Legen Sie mal die Kugel da hin. Auf den Tisch legst du es. Wenn schon mein Nachbar. So, das tun wir mal hoch. Ne? Komm, sag mal, helfen Sie mir mal bitte beim Eibacken. Ne? So, geh mal her. Ich mach's auf und du tust's rein. Die Schubkarre. Na komm, was sind du für Handwerker? So. Wunderbar, dann tun wir das da drauf und dann schön, jetzt hockst du wieder hier und nimmst die Girlanden wieder in die Hände, gell? So, das machen wir. Das muss man nicht so schön einpacken für den Georg, weil der reißt das Papier eh bloß wieder auf. Das ist so, das tun wir wieder ins Eck, dann ist das schon mal gemacht. So. Ah. So. Wo hab ich denn mein Krippen hier? Ist das von Playmobil oder was? Nein, das ist ein Kunsthandwerk. An der Freiheit habe ich das gekauft. Ach schon. 400 Euro hat es gekostet. Hm. Aber das muss einem schon mal wert sein. Ist das eine Krippe, ne? Oder was? Ja, bitte? Ist eine Krippe? Ist eine Krippe, ja. Du stell dir mal vor, dass wenn der Herbergsvater früher, wenn der denen keine Krippe gegeben hat, sondern ein Riesenrad? Ne? So. Dann hätte heute so doch jeder Riesenrad im Wohnzimmer stehen. Ne? Wo hätten der damals in Bethlehem ein Riesenrad herkriegen sollen? Ja, hätte auch sein können. Meine, die Schausteller sind zwar überall, aber da waren sie noch nicht. Du, die Lichterkette, die Lichter. Ich habe einmal eine Ruhe. Die Lichterkette, Ja, wem sagst du das, Georg? Wem sagst du das? Ja. Hab ich jetzt wissen Sie, warum wir keine Kinder haben? Ja. Die habe ich jetzt um die Dusche gemacht, innen rein, und habe ein Verlängerungskabel um die Duschrunde. Wunderbar, da hast du ein prickelndes Erlebnis. Nachdem du bloß alle drei Tage duschst, geht es schon mal. Du, ich schau noch mal schnell in die Küche nach, ich kümmere mich mal um den Plätzlersdach, gell? Ja. Lass dir ein wenig Zeit, ne? Ja, so schnell geht es nicht, der Plätzlersdach, das weißt doch. Ja. Ich muss auch noch was vorbereiten. Ich muss ja noch das Geschenkel einpacken für meine Frau. Das ist ja immer so schön, wenn man ein Geschenkel hat. So, dass ich ein einpacken kann. Ich brauche ein wenig einen Platz. So, das schöne Teelicht, das ist auch schon mal gelebt. So, Della. So, wo habe ich jetzt das Geschenk für meine Frau? Hier. Das ist nochmal ein Geschenkpapier. Und dieser Film. Ich habe irgendwo versteckt, wo es auf keinen Fall hinschaut. Wo habe ich denn das hier? Warte mal. Ah, genau. Da kommt es nie drauf. So. Ein Kittel schätzen habe ich dir gekauft. Hallo, du darfst nicht klatschen, nur mal der Kugel in die Hände nehmen. Hallo, du. Die ganze Deko kaputt machen, da, glaubst du das? Muss schon wegen Miet machen. Immer da. So, packen wir schön ein. So, da. Jetzt, da. Sind mir bloß schwer einzupacken, finde ich, solche Kleider. So, weil da brauchst du fast mehr Papier. Das ist mir gar nicht so einfach. So. Das ist da. Und dann ist es da. So, wenn wir zukleben. Nein, das muss ja alles
Da musst du erst einmal draufkommen, dass man das ja so einpackt. Weil du sagst nicht, da hast du bestimmt ein Bild drin oder so, ne? Aber manche gesehen, die macht doch sofort, was das ist, ne? CD oder Buch oder so. Und das ist schon, das so ein Geschenk kriegt nicht jeder, ne? Das ist schon toll. So würde man das jetzt verstecken. Warte mal ein wenig, vielleicht können wir es noch ein wenig zusammenlegen. So, jetzt. So. Excellent. Meine Leute, wir müssen so belesen, dabei ist das bloß ein Geschmack. Und dann muss ich noch ein Weihnachtsgedicht aufsagen. Dann mache ich heute Abend ganz feierlich, wenn wir dann unter dem Christbaum sind und dann Weihnachten morgen Abend. Dann die Christbaumspitze soll ich da aufsagen. Die Christbaumspitze, ja. Die Christbaumspitze, mal schauen, ob ich es noch kann. Die Christbaumspitze. Da, mein Wäschler. Ach, da bin ich noch ein Wäschler. Das ist mein. Ja, das ist nämlich mein Adventskalender. Am 7. war ich nicht da. Da, weil es auch nicht leben wie ein Hund. Ne? Und die Christbaumspitze. Das ist bei wahr und ist kein Witz. Der Geschick von der Christbaumspitze. Da hat meine Frau gesagt, go der Fritz. Ich heiße ja Schosch. Go der Schosch, pass mal bei auf den Christbaumspitz. Der macht im Leben viel Schnitz. Na, meine Frau war gerade nicht da, so ist da. Der Mensch, der macht im Leben viel Schmitz und drunten liegt der Christbaumspitz. Das ist eine schöne Spitze, jawohl, aus dem Silber in der Hohl. Meine Frau war gerade nicht da zur Stelle, darum habe ich gedacht, jetzt Handelsstelle, hab's wieder auf den alten Sitz, der Christbaumspitz. Der Tochter geht so schnell herum, wir sitzen abends um den Christbaum rum und weh, meine Frau singt heilige Nacht, da hat auf einmal komisch kracht. Ich hab bloß mit meinen Achseln zuckt und hab an meiner Krawatten gerückt. Zum Teufel neid, es kommt bloß von deiner hohen Singerei, weil du immer so viel Lakritz frisst. Jetzt ist sie, die Christ. Oh. Da haben wir ja gar keine Christbaumspitze. Servus. Na, Frau, wenn wir die ganze Wohnung machen. Also, Georg, jetzt muss ich schon mal sagen, das ist ja unmöglich. Die ganze Küche ist kein Platz, weil du deine ganze Schmutzwäsche in die Küche gelegt hast. Da kann Schmutzwäsche in die Küche gelegt. Es riecht aber so. Wo ich da mein Dach zusammen machen? Der furchtbar. Tu mal die Ausstecherle her. Die haben wir doch nicht mehr. Warum haben wir die nicht mehr? Die haben wir doch beim Kirschbaum. Haben wir doch da eine Vogelscheuche draus gebastelt. Ja, für den Sommer haben wir gesagt, nehmen wir die Bleberli. Das muss man schon im Winter machen. Wenn der Baum noch nicht beblüht ist und begrünt ist, wenn die Stare vorbeifliegen, erschrecken die, dann kommen die nie mehr. Hätte es gereicht, wenn wir ein Bild von dir hingehängt hätten, dann wären sie auch nicht mehr gekommen. So. Was ist denn das? Das ist ein schöner Tag für Plätzler. Das ist ein Mürbeteig. Meinen Sie, sie macht Mürbe plötzlich? Der klebt ja noch. Nee, fein klebt der noch. Das muss man halt ausrollen. Du musst mit mehr Mehl drauf tun. Weil, ja, man kann das Ganze nicht aus da. Ich hab's doch schon schön ausgerollt gehabt. Nicht aus, das ist ein böser Teig bist du. Ein böser Teig. Was wird denn jetzt das bitte? Ein böser Teig bist du. Ein wunderböser Teig. Du. Ich bin ein böser Teig. Hallo, du Georg. Den muss man Mürbe machen. Der wird nicht. Hast du mir das zusammenbarzt, meinen ganzen schönen Teig? Dann machen wir so, dann machen wir eben den ganzen Batzen Teig, den tun wir so in den Backofen rein und wenn es fertig ist, kann sie jeder ein Stück runterschneiden. Mach mir doch keine Mühe mehr mit dir, wenn es mir reinpfuscht in mein Wahr. Bist du immer so schnell, gibst du immer so schnell auf? Ach, da bringt man doch nichts zusammen mit dir. Mach den Tisch sauber, hopp. Ich der will. Du hast doch den Dreh gemacht. Freilich. Wir haben doch so viel Mehl hergeschmissen.
Das braucht man, sonst pappt's. Habt sowieso alles bei uns. Was, da legen wir einfach einen Tischdecken drüber, dann geht es schon. Warte mal, ich hole mal eine. Da hab ich noch so eine, die haben wir von deiner Mutter gekriegt, die hat mir eh noch nie gefallen. So, warte mal, ist zu mir. Ja, das geht schon wieder, komm, brauchst nicht so sauber machen. Nachher kommen die Neffen, dann kleckern sie wieder mit dem Kakao und dann haben wir alle den Dreck drauf. Schau, die passt doch wunderbar. Lila ist so toll in, manche tragen das als Bluse oder als Pullover, als Poloshirt. Oh, Lila. So, bring's mal raus, das Geschlamp. Hast du alles? Hab alles, ja. Mach mal die Tür auf. Ja. Mensch. Musst du raus? Ja, ich nehm dein Rohr mit. Jawohl. Weiß ich, ist in sicheren Händen. Ich kann nicht backen, was ich schon plötzlich versteckt hab und weggeschmissen hab von der. Die Mannen, die schmecken mir so gut. Nicht einmal im Geschäft, gell? Jetzt hab ich's einmal zum Füttern genommen für die Enten. Georg, was mir einfällt. Seitdem kommen keine Enten mehr in den Stadtball. Die Neffen kommen doch gleich. Da müssen wir doch nur die Geschenkle einpacken. Da hab ich doch so ein schönes Kaffee für die. Das packen wir schnell noch mit Ei. Ah, die schöne Aurula, genau. Wir haben doch sowieso irgendwas vorbereitet, ein Geschenkle. Schau her, ein Hula-Hoop. Das ist doch schön. Hula-Hoop? Ein Hula-Hoop? So was für Mädchen? Ja, der Dom freut sich da schon sehr. Ja, ja, der ist ja wegen. Bei deinem Körper geht es nicht, Georg. Das haben wir. Und was machen wir ihnen noch? Ein paar Plätzler geben wir ihnen auch noch mit, dann sind die weg. Für wen ist denn jetzt das? Ja, na ja, das ist ja. Freier sind sie doch, oder? Wenn man da. Den Hasen nehmen wir noch und was? Da brauchen wir noch von anderen was? Der Geschenkler. Ah! Ich bin ein kleiner Reitersmann. Was bist du? Ja, singt er doch immer. So, da habe ich einen. Das ist ja schön. Und du machst wieder, traditionell machst du den Weihnachtsmann. Na, mach halt heuer mal du. Eine Nicoline. Nicoline, nein. Mich erkennen's doch sofort. Mach halt das Schaukelpferd nicht hin. Das hält schon. Hockt sie der kleine Neffe drauf, dann fällt es zusammen. Kennt ihr doch. Das ist, mir gefällt das. So, schön. Kann ich kommen? Ja, dann zieh ich mal die Dinger an, oder? Ja, was machen wir denn überhaupt zu essen? Hui. Hui. Wo? Ja, wo? Was machen wir denn die Feiertag zu essen? Ja, am Morgen am Heiligabend Würstchen. Würstchen mit Kartoffelsalat. Ja, wahrscheinlich fressen wir bloß einen Kartoffelsalat, weil du die Würstchen heute schon zusammengefressen hast. Und dann machen wir am ersten Feiertag auch ganz. Da gehen am zweiten Feiertag, da bleibt die Küche mal kalt und dann gehen wir essen. Ne? Aber wir gehen nicht in den Gasthof, wo wir letzte Woche waren. Das war ja furchtbar. Die Suppen hast du nicht fressen können. Die hat geschmeckt, ne? Furchtbar. Hab ich mit den Ober kommen lassen. Sag ich, Herr Ober, probieren Sie mal die Suppen. Die schmeckt überhaupt nicht. Hat er die Suppen probiert und wie er fast fertig war, entdeckt er am Teller Grund unten einen toten Frosch. Ne? Sieh, dem ist er ganz anders geworden. Der hat, der hat sich ja übergeben mit den Teller. Nein, ne? Sag ich, sehen Sie, Herr Ober, so ist mir gerade angegangen. Lecker, 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 lecker. Ganz toll, Georg. Sollst du einen Weihnachtsmann machen, nicht den Henker? So, oder? Du hast noch verkehrt rum an. Ach so. Andersrum musst du reinschlupfen mit dem Mandel. Denkst du mir schon. Ich glaube aber nicht, dass der dir noch passt. Den hast du schon. Das wird jetzt. Nein, Georg, doch nicht! Nein! Nicht mit dem Bein in die Ärmel! Andersrum? Andersrum ist doch mit Schauhals her. So rum musst du rein. Wir wollen ja wohl schauen, ob der vorne zugeht. Mehr muss ich doch gar nicht wissen. Geht doch freilich, das ist doch so groß. Also so dick bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, sagst du, wenn ich dich sehe, dann ist es anders. So. Wenn ich die rechte Seite vom Bett habe in der Früh, weiß ich nicht, ob es hell ist oder dunkel, weil der neben mir liegt. Bist du gestraft mit sowas? Wir haben mal ein Wasserbett ausprobiert. Ich sag's dir nicht, ich bin mir vorgekommen wie auf einem Trampolin. Der hat sich mal umgedreht, mich hat's aus dem Bett rausgehauen. Ja, das passt schon. Passt. Ja, gut. Dann können wir die Mischer, weil die kommen immer so um die gleiche Zeit jetzt, die Neffen. Ja, wenn wir den Christbaum brauchen wir noch. Ein Mist, ja. Um Gottes Willen, schnell den Christbaum rein, wenn die Neffen kommen und wir haben keinen Christbaum. Das ist doch diese strahlenden Kinderaugen, wenn die vor einem geschmückten Christbaum stehen. Wir haben schon jedes Jahr enttäuscht. Toll. Jetzt habe ich gedacht, wir hätten eigentlich einmal einen frischen Tannenbaum. Nein, den ist doch ein Künstler, den habe ich geleast. Geleast hast du den? Ja.
habe ich gelesen, 111 Euro im Jahr und nach 30 Jahren Karriere. Wir machen heuer mal einen Baum à la Waffenschmied. Nein, wir machen das Schöne mit der Dekoration da. Nein, ich hab heuer machen wir mal einen Baum vor der Metzgersinnung. Das ist doch einmal so. Wenn du einmal stirbst, du kriegst keinen Kranz, sondern bloß ein paar Wienerle ins Grab nachgeschmissen. Schau denn das aus? Das ist super. Die muffeln doch mit der Zeit. Ja, mit der Zeit, die werden schon gegessen. Ja, das reicht schon wieder. Ich finde es schön. Der erste Baum, der mir gefällt. Ja. Am besten tun wir noch einen Senf mit draufspritzen, dann kannst du das nur besser runterfressen. Da haben wir Lamella noch. Hoffentlich kommt kein Besuch zu uns, da musst du ja genieren, so einen Baum zu haben. Und wie liebevoll du den dekorierst. Tu mal was anderes. So italienisch, ne? Dann räum halt den Karton weg. Den Karton weg? Lass dir den nicht da stehen. Aber ich nehme Wäschle überall. Ja, weil du das überall hingeschmissen hast, die Wäschle. Stell dir nur den Tisch, den Karton. Ja, was denn sonst du? Mensch, du, dann halt hinten ins Eck, wo keiner drüber fliegt. Und du wenigstens eine Kugel rausschießt, Mensch. Ach, ich bin so gestraft mit dem Mo, das ist furchtbar. Ja, du, dann halt jetzt weg. Ristorante Al Tofo. 47 Gramm Mazzotti. 17 Glühwein. 34 Prosecco. Eine Tasse Kaffee. 25 Flümli. Ein kaputter Spiegel. 546,75 Euro Luigi. Wir hatten das doch reingeschmissen. Das ist darum, wo du mit deinen Prosecco-Freundinnen auf Weihnachtsfeier warst. Ja, wir haben aber bloß ein paar Glühwein getrunken. Hast du gesagt, du hast drei Glühwein getrunken und hab da noch ein paar Pritzen gegessen, das war's? Ja, viel mehr war's ja nicht. Die Ramazzotti haben wir ja gebraucht für die Mainstrip-Gruppe, die da kommen ist. Die waren aus dem St. Josef-Stift, die Stripper. Einer ist umgefallen, weil er sein Gehwächerl losgelassen hat beim Hemd. Jetzt zieh dein Weihnachtsmann an, ja, dass du die Kinder dann bescheren kannst, wenn's kommen. Ja, das dauert ja nicht mehr lang. Dann baue ich mir noch was auf, habe eine Überraschung. Du, eine Überraschung? Ja, solange du deine Hosen anlässt, ist das in Ordnung. Der hat ja immer Überraschungen. Ach, dieser Stress immer zu Weihnachten. Die blöden Strohsterne, aber im Kindergarten kaufen müssen, weg damit. Ja, ein Wigwam. Ein Tibi. Ein Wigwam, das ist doch einmal was Schönes, du, hä? Das ist doch was ganz, was Tolles. So, lala. Ja, wenn die mal zu dritt spielen, haben die schon Freude. Dann können das Cowboy und Indianer spielen. Komm, hol dein Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. So, lala. Na, kommt dann der Weihnachtsmann, kommt dann aus dem Wigwam. Das ist eine Idee. Ja, aus dem Wilden Westen. Weil die meinen doch, es klopft an der Tür und dann schauen wir es alle zur Tür und dabei kommst du aus dem Wigwam raus. Na, da bekommt Winnetou noch mal eine ganz andere Bedeutung für die Jugend. Die Kinder bei den Spitzen. Komm, ich helfe dir, schick dir ein wenig, dass die kommen und du bist noch nicht fertig. Ich nehme ein Doppeldichseil. Das wäre jetzt meine Chance. Aber an Weihnachten hast du bloß ein Geschiss, da kommt ja kein Geier nicht und nichts. So. Mach das einmal zu. So, versteck dich im Wigwam. Geschenke haben wir alle da, jawohl. Ja, also, toi, toi, toi. Ja, das wird schon. Ne? Und immer schön tief sprechen. Du bist der Weihnachtsmann, nicht der Onkel Georg. Ich möchte das. Ja, vielleicht hättest du das Tibi ja nummer größer kaufen sollen. Der, wenn sich im Bett so schlank macht, wie es da im Zelt schafft, hätte ich schon viel gewonnen. Und schön zumachen. Nee, und keine Geräusche von dir geben. Ja, ich krieg keine Luft. Ja. Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. So, die kommen ja gleich. Oh, ich glaube, es hat geschellt. Unser Glocken ist zu leise, das hört immer keiner. Aber ich spüre das ja. Das sind's bestimmt, unsere Neffen. Ja, komm's rein, hallo, unsere Neffen. Das ist ja auch schön. Ach, toll.
umsichtig Land, das ist ordentlich. Und ihr habt bestimmt ein schönes Lied für mich einstudiert. Wie alle ja das gleiche geschmissen. Na komm, singt der dann die Arne, lese ein Liedchen vor. Sing halt was, also. Bei drei. Alle Jahre wieder kommt der FCN in die zweite Liga. Ach, schön habt ihr das gesungen. Das Lied kann ich gar nicht oft genug hören. Wenn er vom Club singt, von der Stadt im Osten. Jetzt gib wieder die Blume, dass wir wieder vorkommen. Ja, verkommen. Wir wollen jetzt nicht so lange da. Ach, das ist aber nicht der kleine Dom. Komm, setz dich hinter. Und so schöne Blumen, die kann man ja das ganze Jahr nehmen. Setz dich hinter. Ja, und der kleine Marcel. Ach, du kriegst ja schon langsam Barthaare. Das ist ja... Hast ja bestimmt bald eine Freundin. Ne, weil es ja bestimmt bald mehr Spaß im Leben ja haben. Und der kleine Bernhard. Das ist immer der lustigste Verein, der kleine Bernhard. Wie der kleine Bernhard mir nicht noch ein Gedicht aufsagen? Na. Doch. Doch, doch. Ja, ihr bitte. Ho, ho. Die vom Walde komm ich her. Ich sage euch, es weihnachtet sehr. Und stellt euch vor, ich hab das Christkind getroffen. Es war schon wieder besoffen. Es saß tief im Wald auf einer Kiste Hannenalt. Schön hast du es gesagt. Setz dich dazu. Setz dich dahin. So. Und jetzt spitzen wir mal die Ohren. Ich glaube, da kommt jemand. Ho, 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 ho. Ja, wer wird das denn sein? Ja, wer ist das denn? Ja, wer kommt denn da? Ja, wer ist das denn? Der Weihnachtsmann. So eine Überraschung. Hurra. Ja, wer ist denn da? Ja, ja, wer hallo ist denn da? Liebe Kinder, steh mal auf. Hui, der Weihnachtsmann, haha. Komm mal, richtig. Keiner hin. Keiner hin. Keine Angst, keine Angst. Mein liebes Kind. Du musst keine Angst haben, der Weihnachtsmann kommt nicht aus dem Kloster. Na? Habt ihr was mitgebracht? Schau her. Ein kleines Geschenklein. Guck mal. Da freust du dich, oder? Schon, ja. Ein kleines Steckenpferd, das heißt Ralf, da kannst du schön drauf reiten. Schau mal, Bernhard, komm mal. Bernhard, komm mal zu mir. Zieh die Hosen hoch. Das ist doch was Schönes. Probier's mal aus. Ein Steckenpferd. Hä? Ja, das macht Spaß, nicht? Das macht Spaß. Da freut man sich. Toll, toll, toll. Schauen wir sie sich freuen, Weihnachtsmann. Und weil ihr so brav wart, hole ich euch jetzt eine Tasse Kakao. Hm. Ach, das wäre doch nicht nötig. Kakao, bitte. Ich will den Kakao schon wieder. Wir hätten ihn hergehen sollen. Schöne Tasse Kakao habe ich da für euch. Und da tun wir noch schöne Sahne drauf. Und dann habt ihr Freude. Da werden sich die Buben freuen. Ne? Ja, ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Fröhliche Weihnachten. Nur mal was, wo wir es nicht gut könnten. Wie alt seid ihr denn jetzt schon? 9 oder 10? 40? 7. So, euer Kakao, viel Spaß. Na, also, selber gemacht, die Tante. Schon die letzten Jahre? Das schmeckt euch mal Kakao nicht? Das wundert mich jetzt nicht. Die Kinder immer speierst auf dem Tisch, das ist so furchtbar. Ich hab euch gesagt, wir kommen nicht mehr. Das ist der Rasierschaum, Annelie. Was macht denn bitte der Rasierschaum im Kühlschrank neben der Sprühsahne? Ich habe heute Morgen im Bad Unterzucker gehabt, woher habe ich mir die Sahne geholt vom Kühlschrank? Hier, euer Scheiß. Frisst der die Sprühsahne und ich hab den Rasierschaum drin. Ja, sag mal, so blöd kann man doch gar nicht sein. Na ja, jetzt gibt denen ihren Zehner, dann können sie wieder gehen. Ja, warte nicht euer Geld, wir schöne alle Weihnachten. Ja. Ein Saut von oben. So. Bitte schön. Schöne Weihnachten. Tschüss, Onkel. Jetzt habe ich. 3 mal 3. Ist auch ein Zehner. Zehn? Zehn?
11. Da. Die werden alle ohne Gescheide, ne? Also, frohe Weihnachten, gell? Fröhliche Weihnachten, ihr Bogen! Die haben sich gescheit gefreut. Also, das sieht man denen an, da haben die wirklich eine Freude. Das ist immer, ach, das ist immer so schön. Jetzt kann langsam Weihnachten kommen, ich kann ja langsam nicht mehr. Ne? Weihnachten, du Heiligabend. Morgen Abend in die Zeit. Gucken wir mal schon aus der Kirche. Ja, aber da fehlt die Christbaumspitze noch, Georg. Die Christbaumspitze? Was ja ein schönes Gedicht. Ja. Du, Georg, ich hab der Christbaumspitze mitgebracht. Da, schau her, Georg, da. Nein! Frisst der die Christbaumspitze an? Ist immer gleich ein ganz anderer Geschmack. Hab ich mir gedacht. Ha. Ja, die Tischdecken schmeißen wir dann weg, die brauchen wir eh nicht mehr, die ist von deiner Mutter. Tja. Schön draufhängen, dass da steht, dass die Wurst einmal steht, Georg. Wenigstens am Baum. So ist doch. Vorbei. Wohnzimmer versaut, der Tannenbaum kaputt. Das ist doch, ich hab, das hab mich so auf Weihnachten gefreut und es ist alles kaputt, mein Baum. Ich sag, alles aus, das ist Weihnachten. Oh, aber der Katzenhalter ist nicht kaputt gegangen, schau. Er braucht nichts den Katzenhalter noch. Nichts ist mehr, ich mich so gefreut am Weihnachten. Und die ganze Weihnachten, das ist so wunderbar. Schau mal, was ich da hab. Ein Foto von uns, vom Kindergarten, wo wir beide im Kindergarten waren, gemeinsam, wo wir im Krippenspiel mitgespielt haben. Ach ja, ach genau, uns hat ja keiner gemächt, darum mussten wir Ochs und Esel spielen. Ja. Und die waren alle innen und wir waren im Garten in der Kälte gestanden, weil sie gesagt haben, die Rindviecher stinken, wir müssen auf. Und da, wo wir da das Krippenspiel gemacht haben, da haben wir uns unsere Liebe schon versprochen, weißt du noch? Da waren wir 5 Jahre, da haben wir gesagt, wir werden einmal miteinander alt. Da haben wir uns damals schon geliebt, wir zwei. Hätte ich gedacht, dass die so lange hält? Ach, Gold. Wir haben doch alles. Wir haben ein wunderschönes Zuhause. Wir haben was zum Essen im Kühlschrank. Ja, und wenn das nicht mehr reicht, haben wir immer nur die Würstli vom Weihnachtsbaum. Genau. Frohe Weihnachten.